Die Spirits arbeiten mit dir. Die scheren sich einen Dreck um deine Bezeichnung. Und darum geht es. Ja, es geht nicht um Konzepte, es geht nicht um Lorbeeren, es geht nicht um irgendwelche Auszeichnungen, die man sich ansteckt. Es geht auch nicht um ein Sammeln von Krafttieren im Schamanismus. Ja. Sonst ist es eine unglaublich lebendige Welt, in der wir leben. Alles ist beseelt, alles ist durchdrungen von geistigen Kräften, alles ist durchdrungen von Seelenkräften. Nicht nur wir haben diese Seelenkräfte, sonst ja, die ganze Welt ist auch Seele, ist eine große Seele. Es ist alles durchdrungen von Lebenskraft. Ja, sonst wäre Materie nicht möglich. Es ist alles durchdrungen davon. Und es geht um diese Verbindung, eine lebendige, direkte Verbindung mit diesen Ebenen, mit diesen Schöpfungskräften. Das ist das, was ein Schamane immer gemacht hat, auf verschiedenen Arten, in verschiedenen Wegen und angewendet auch sehr, sehr unterschiedlich schlussendlich. Der eine ist eher ein Künstler geworden zum Beispiel, ja, hat über Musik, über Gesänge gearbeitet, hat über Instrumente gearbeitet, ein anderer hat über Massagen das weitergegeben. Ja, also schon Sachen zu lesen, vielleicht anders als bei uns Massageausbildungen sind, also wenn es jetzt so konventionelle, klassische Massage ist, aber schlussendlich in der Praxis, ja, nicht die Trommel geholt, sondern über Triggerpunkte gearbeitet. Ja? Oder über Pflanzenheilkunde, Frauenheilkunde als Hebammen, aber auch als die, die begleitet haben, wenn es um Stäben ging. Ja, begleitet haben ins Jenseits. Die begleitet haben, wenn ein Teil der Seele weggegangen ist, wenn durch ein Trauma, einen Verlust, ein Sterben der Eltern, ein Kriegsereignis, ein Unfall, ja, geguckt haben, dass der Teil, der dabei abgesplittert wird, wieder zurückfinden kann, wieder nach Hause kommen kann. Und in der Form gab es und gibt es bis heute sehr viele Ausdrucksformen eigentlich, wie es dann schlussendlich in der äußerlich sichtbaren Welt angewendet wird. Aber du siehst jemanden nicht an, wenn er innerlich reist. Wenn er gut ist, dann sieht er das sofort und muss nicht zuerst die Trommel schwingen und lange unterwegs sein. Sonst. Das ist eine ganz schnelle innere Bewegung. Das heißt, du kannst äußerlich nichts tun, nicht bemerkt werden und du bist gerade schamanisch am Arbeiten. Ja? Und es macht es manchmal dann schwierig zu unterscheiden, okay, also du arbeitest nicht nur schamanisch, wenn du die Trommel schlägst. Also es gibt auch viele, die trommeln, aber nicht schamanisch arbeiten. Also, weil sie nicht reisen, eine nette, schöne Visualisationsreise machen, aber das ist keine schamanische Reise. Stell dir vor, du tust dies und das ist keine schamanische Reise. Du stellst dir das nicht vor, sonst du tust es. Du visualisierst es dir nicht künstlich. Das ist keine schamanische Reise. Ja? Und da wirst du merken mit der Erfahrung, wo der Unterschied ist. Wo ist noch mehr die innere Vorstellungskraft oder ich habe vielleicht Bilder oder schon mal was dazu gelesen, ja, und würde da gehen hin und versuche mich da entlang zu angeln mit diesen Bildern. Und ab wo du wirklich reist. Das ist ein sehr klarer Unterschied. Also was zum Beispiel bei den Reisen passiert, dass wo ich sage, gut, ich mache es sehr lang schon, immer dann, wenn mir etwas begegnet, das ich noch nicht kenne, dann weiß ich, dass ich sauber unterwegs bin. Weil das kann ich mir nicht visualisieren. Ja? Also ich finde es klasse, wenn ich auf Wahrnehmungen treffe oder auf Schichten und sage, oh, aus dem Winkel habe ich es noch nie gesehen, spannend. Weil dann weiß ich, ich arbeite 100%, ich bin voll drin. Ja? Und dann gibt es Sachen, Ebenen, wo ich sage, die habe ich schon so oft gesehen, dass ich mich da sehr klar bewegen kann, weil ich mich einfach auskenne wie ein hohes Haus, wo du rumrennen kannst, weil du genau weißt, in welcher Ecke steht was. Ja, da bist du natürlich schnell. Aber da kann es sein, dass du deswegen bestimmte Sachen nicht übersiehst, weil du zu schnell bist. Weil du immer ähnlich guckst, wie im Alltag ja auch. Ja, und genau da finde ich es dann faszinierend, wenn etwas jetzt ganz anders mal ist und sagt, ah, interessant.